Grüß euch, da ist der Markus Burkhardt, hoffentlich euer Naturgartenexperte. Heute schauen wir uns an, was ich im Herbst alles im Garten machen kann. Im Naturgarten hoffentlich, das war besonders schön. Da gibt es nämlich einige Sachen, was man tun kann. Das Schönste wahrscheinlich für uns alle, im Herbst wird geerntet. Das ist immer eine super Sache und ist aber auch für ganz viele Tiere ganz interessant. Das schauen wir uns nachher an. Dann sind einige Arbeiten, die anfallen. Was mache ich mit dem Laub? Jeder, der einen Garten hat, weiß, es fällt viel Laub an. Mit dem kann man einige interessante Sachen machen. Dann haben wir natürlich vielleicht glücklicherweise eine Blumenwiese. Wir haben Beete verschiedenste, wo Stauden wachsen, wo Gräser wachsen. Was macht man mit denen? Muss ich es anschneiden? Soll ich es eher nicht anschneiden? Also ihr seht, das sind vielfältigste Themen, die da auf uns zukommen. Und die Kosi macht uns dann noch eine schöne Herbstdeko mit Kürbis und mit einem Ziest. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ernten, jetzt nutzen wir das schöne Wetter aus. Ja, der Herbst ist natürlich für uns ein Traum, weil wir auch was haben von unserem Garten. Deshalb kann ich nur jeden wirklich wärmstens empfehlen, setzt euch Obst, weil dann habt ihr wirklich was davon. Aber nicht nur ihr, weil im Naturgarten ist ja das Schöne, wir leben mit der Natur da irgendwo im Einklang, hoffentlich. Ganz, ganz viele Tiere freuen sich, wenn sie das Obst setzt. Das fängt bei der Blüte an, im Frühling, für unsere Hummeln, für unsere Bienen, auch für die Schmetterlinge zum Teil. Und dann haben wir eben die Früchte, wie in dem Fall die Himbeeren, was man ja gar nicht glaubt. Die Himbeeren, ich glaube fast an die 40 verschiedene Vögel, also Vogelarten, nutzen dann die Himbeeren auch als Futter für sich selber. Und die Himbeere, auch wenn man sie ja nicht so ansieht, ist eine Schmetterlingspflanze, ganz eine wichtige Schmetterlingspflanze, und zwar für die Raupen. Das heißt, die Schmetterlinge legen die Eier drauf und die Raupen fressen. Meistens kriegt man nicht viel mit davon, weil die eh so hoch wachsen. Dutzende verschiedene Schmetterlinge, zum Beispiel das Nachtpfauenauge, aber viele andere, auch der russische Bär, die entwickeln sich auf die Himbeeren um. Und so ist es mit ganz vielen verschiedenen Obstsachen, die sind wirklich super für unsere Tiere. Apropos Naturgarten, natürlich kann es auch im Naturgarten einmal passieren, ich freue mich, wenn man Hornissen hat. In dem Fall haben sich die Hornissen gescheiterweise wirklich in die Brombe eingebaut, in einen Nistkasten, habe ich übersehen, sonst hätte ich es vielleicht noch umgesiedelt. Gerade um die Zeit, wenn sowas entdeckt, ein Hornissennest, braucht sie überhaupt keine Angst mehr haben. Erstens sind es sehr, sehr friedfertige Lebewesen, wenn man nicht zwei Zürbe geht und wenn man es nicht erschüttert. Ich bin da das ganze Jahr vorbeigegangen, habe sogar die Brombeeren gebrockt und es war ja wurscht, wenn man sich langsam bewegt und sie gewöhnen sich an einen. Die merken, dass man da ist. Also ich habe es eigentlich mittlerweile richtig lieb gewonnen. Jetzt rammen eh die Vögel schon langsam schon die Larven raus, weil jetzt wird es kalt. Und das ganze Hornissenvolk stirbt mit dem Ende des Jahres, wenn es kalt wird. Und nur die Königin oder die Königinnen, die überleben und die suchen sich dann zum Beispiel in einem Komposthaufen einen Netzüberwinterungsplatz. Ja, da haben wir Zierquitten zum Beispiel. Das wissen viele nicht, dass man diese Zierquitten auch essen kann. Nur muss man es halt verarbeiten, weil sonst sind sie ziemlich hart, riechen auch sehr, sehr gut. Und lasst ruhig hier und da einfach ein paar Sachen am Boden unten liegen. Man sieht es dann eh oft, weil zum Teil becken die Vögel ein bisschen was außer. Die Wespen haben es recht gern. Aber gerade auch zum Beispiel die Schmetterlinge mögen das ganz gern, wenn eine Birne länger liegt und ein bisschen zum Gären anfängt, dann holen sie sich da so ein bisschen einen Drink. Ganz ein nettes Obst, was gar nicht so bekannt ist, ist die Mispel oder Asperlen, kann man auch sagen dazu. Das passt auch gut jetzt zum Herbst, weil wenn wir noch ein bisschen warten und der Frost geht ein paar Mal drüber, dann werden sie weich, so wie die Hagebutten von den Rosen so in etwa. Und dann kann man die Früchte auszuzeln, sind ganz Vitamin C-reich. Ich mag es irrsinnig gern und man kann eine super Marmelade zum Beispiel draus machen. Außerdem ein wunderschöner Blütenbaum, wächst relativ schwach und wird nicht riesig. Also war für einen kleinen Garten ein richtig schönes Obstbaumerl.
dem Naturgarten ist es ja so, dass viele glauben, da brauche ich gar nichts tun. So ist es leider halt auch nicht. Gerade wenn man Blumenwiesen hat oder wenn man Wiesen hat, wo man gern will, dass diese Wiesen vielfältig bleiben oder vielleicht noch vielfältiger werden, dann müsst ihr es im Herbst machen. Das gehört einfach dazu. Deswegen sind diese bäuerlichen Blumenwiesen so schön, weil die zum Teil über Jahrzehnte, manche über Jahrhunderte, werden die im Herbst alle gemacht. Und das ist deswegen so wichtig, wenn du das nicht tust, dann legt sich dieser Filz über den Winter hin und tut den Boden so wie so eine Art Decken beschatten und dann keimen diese Blumen, die da drinnen sind, alle weniger. Die brauchen einen offenen Boden. Das Licht muss am Boden runterfallen, sonst verfützt es. Und einerseits sammeln sie immer mehr Nährstoffe an. Das wollen wir auch nicht. Ein Blumenwiesen ist deshalb so vielfältig, weil es relativ wenig Nährstoffe im Boden hat. Über die Jahrzehnte könnt ihr euch vorstellen, ich mache und ich tue das Mähgut dann weg. Und durch das wird es mit den Jahrzehnten alle magerer. Das ist einfach so ein Prozess, der da stattfindet. Und das fördert dann die Vielfalt. Da habt ihr dann viel mehr Blumen drinnen, als wenn ihr es einfach das Zeug liegen lasst. Und das bleibt dann über den Winter und fällt zusammen. Also das müsst ihr im Herbst weg tun. Nicht alles, aber vielleicht alle so zwei Drittel, drei Viertel von der Blumenwiesen matt. I'm walking, but all these thoughts are running. Yelling, catch me if you can. And I'm wondering if I should chase behind or stop wondering and try to take a stand. Was das für ein Filz wird. Und das erstickt natürlich den Boden dann. Wenn man dann seine Wiesen abgemäht hat, mehr oder weniger professionell, dann sieht man eigentlich, dass dazwischen viele Stellen sind, wo offene Erden ist. Und genau das ist wieder gut, weil diese offenen Stellen, da sind die Samen schon längst abgefallen, über den Sommer oder Spätherbst, die liegen jetzt da und jetzt kriegen sie Licht. Und durch das Licht werden sie dann nächstes Jahr keimen und so bleibt diese Wiese eigentlich am Leben. Sie erhält sich selbst, sie bleibt vital und dann haben wir diesen super Blüheffekt mit vielen Arten, wo ganz viele Tiere davon profitieren. Man macht es aber bei gewissen Flächen anders, wie eben zum Beispiel klassische Staudenbeete oder wenn ihr Anpflanzungen habt. Und es könnt sogar einen Teil von diesen Blumenwiesen hier und da stehen lassen. Und wieso, da würde ich sagen, das schauen wir uns jetzt an. Viele von euch, hoffe ich, werden sicher auch so Flächen daheim haben, so eben diese klassischen Beete mit verschiedensten Stauden, mit Gräser. Da bei mir blüht sogar noch einiges und dann so, da sind auch viele Gräser drinnen. Das muss man anders behandeln wie eine Blumenwiesen, weil Blumenwiesen eben andere Prozesse hat. Und das ist aber ganz interessant, wenn man gleichzeitig auch solche Staudenbeete hat, wo eben mehrjährige Pflanzen herinnen sind. Da habe ich jetzt Malven zum Beispiel, ich habe da einen großen Wiesenknopf und noch viele andere verschiedene. Und da sind wir Österreicher vielleicht immer zu ordnungsliebend im Herbst. Jeder will immer zusammenrahmen und das darf es aber nicht zusammenrahmen. Das sollte man wirklich bewusst stehen lassen. Weil diese Pflanzen, diese ganzen Stängel, müsst ihr euch vorstellen, diese hohlen Stängel, das ist wie so eine Art Überwinterungsquartier für ganz, ganz viele Lebewesen. Da sind Wildbienen, die da ihre Eier eingelegt haben in diese hohlen Stängel. Es können sich verschiedenste andere Insekten da verstecken und den Winter überdauern, Schmetterlinge zum Beispiel. Die brauchen so, nennen wir es jetzt einmal so Gestrüppartiges, wie man es in so einem Beet auch hat im Herbst eine. Weil zum Teil überwintert der Schmetterling aus ganzer Schmetterling, gibt es auch, der Zitronenfalter, der setzt sich einfach irgendwo hin und lässt sie einschneiden. Oder es ist ein Ei oben oder zum Teil auch schon die fertige Puppe. Also seht ihr, da gibt es viele Möglichkeiten und die sind auf diesen Pflanzen oben. Und wenn ich das jetzt alles wegrahme, dann nehme ich jetzt mal diese ganzen Insekten und Lebewesen weg und die föhnen aber dann zum Beispiel im Frühjahr wieder unsere Vögel. Weil die Vögel sind ja hungrig im Frühjahr und die fressen dann wieder diese Larven, die holen sich das. Also sowas ist eher was stehen lassen und wenn man schneit, dann wirklich erst im Frühjahr und da auch nicht zu früh, damit diese Lebewesen Zeit haben, dass sie sich entwickeln. Don't
bei uns in der Gegend, gibt es eh in ganz Österreich wieder einmal, gibt es das Pfeifengras. Das ist ganz ein schönes Gras, kriegt eine super Herbstfarbe, es leicht schon richtig schön. Und mit denen hat man früher die Pfeifen putzt, weil ihr seht, das sind so ganz lange Stängel. Und oben sind diese Floschenputzer, kann man sagen. Das ist natürlich eine super Nahrung für unsere Vögel. Diese ganzen Sämereien, die brauchen es. Und wenn man ja das alles wegnimmt, dann haben sie eben einfach zu wenig fressen. Und wir wissen einfach, in unserer Landschaft sind diese Möglichkeiten immer weniger da. Es wird immer mehr Land verbraucht, die Landwirtschaft wird intensiver. Und da hätten sie dann was zum Fressen. Und man glaubt es nicht, aber Schmetterlinge brauchen zum Beispiel diese Gräser sehr notwendig. Am Pfeifengras hat man 26 verschiedene Schmetterlingsarten gezählt, die dort die Eier drauflegen. Also die Raupen fressen an diesem Gras und die meisten überwintern dann eher so in diesem Schopfbereich und unten irgendwo. Und wenn man da zu gründlich dann alles im Herbst entfernt, dann überleben natürlich auch diese nächsten Populationen nicht. Also das ist immer wichtig, dass ihr im Garten auch Bereiche habt, das einfach stehen lässt über den Winter. Ist sicher für ganz viel ein bisschen eine Gewohnheitssache, weil man das gar nicht mehr gewöhnt ist, dass solche Pflanzen dann absterben und dann bleibt das liegen. Das wird bei uns eher so als unschön empfunden, wenn was abgestorben ist, aber dann wird es erst richtig wertvoll für unsere Insekten. Es kennt sicher diese Insektenhotels, die man aufstellt im Garten, eigentlich sind es Nisthilfen, da überwintern eigentlich schon die Larven drinnen oder die Puppen, dann Wildbienen. Die überdauern da drin und nächstes Jahr erst im Frühling schlupfen sie dann aus. Und in Wahrheit haben wir aber diese ganzen Wildbienen-Nisthilfen eh direkt in unserem Garten, nur wir müssen sie halt einfach liegen lassen. Diese abgestorbenen Stängel zum Beispiel, da können viele Wildbienen eben Eier reinlegen und die überwintern dann da drinnen. Manche machen es in der Erde, also da gibt es ganz viele verschiedene Arten und jeder ist ein bisschen anders. Aber die brauchen so totes, abgestorbenes Material und wenn man genau schaut, dann sieht man oft irgendwelche kleine Locherl, da haben sie sich eingebohrt. Da sitzt zum Beispiel jetzt eine Spinne, sehe ich gerade, die genießt auch noch die letzten Sonnenstrahlen. Und die können dann mit solchen Strukturen ganz viel anfangen, weil da überwintern sie. Oder weil ich da gerade sehe, so ein bisschen die Samen vom Wassertoast. Das ist auch so was, wenn sie das alles wegschneidet, dann sind auch diese ganzen Sämereien weg. Und die waren unglaublich wichtig für viele Vögel. Bei mir kommen dann immer die Stieglitz, also die Distelfinken, und die naschen dann drüber. Auch die Disteln, das holen sie, da wissen sie, es ist da, und wenn es köder wird, wenn der Winter kommt, dann schaut das aus. Und dann holen sie sich diese Samen. Und das ist einfach ein schönes Bild, wenn man sowas hat. Und da unterstütze ich wirklich die Tierwelt. Alice is in love with the Mad Hatter, do you know? The Red Queen got the news yesterday. And now they're running far away. Alice is in love with the Mad Hatter, did you know? They're from two worlds and absolutely mad. But being crazy isn't always bad. They're one step away from reality. They know how to count an infinity. They're the craziest couple in history. And they know how to build up a castle with their dreams. How to move down the walls and be free. They rely on each other completely. They're in love. So let them be just as crazy as they should be. Just as mad as we all are when we are in love. Can't you see? Nothing can stop their victory. The war is over. It's logic. Alice is in love with the Mad Hatter, did you know? They brought warmth into a cold world, changed it all with a single word. Alice is in love with the Mad Hatter, did you know? They build up their own universe between a chorus and the birds. They never draw a straight line.
They write the best poems without a rhyme. They're an infinity with limited time. And they know, but they don't have a thing to fear. They're far away, but right here. And they make sadness disappear with their love. Ja, im Herbst haben wir natürlich auch Laub, einen Haufen Laub. Da kann man fast sagen, das einen freut, das anderen leid. Aber Laub ist eines der wertvollsten Materialien, das es im eigenen Garten produziert. Da sind es Produzenten. Das Laub gehört eigentlich in Wahrheit nur da weg, wo wir Blumenwiesen haben. Weil auf die Blumenwiesen ist der gleiche Effekt wieder mit dem Licht und das Laub wird beschatten. Also da kann man es natürlich mit einem guten gewissen Weg tun. Ich habe da einmal die Hecken geschnitten und habe so einfach so einen Haufen gemacht. Ich wollte eigentlich kompostieren, bin dann nicht dazu gekommen. Es könnt ihr das Laub natürlich super kompostieren, ist ganz ein wertvoller Kompost. Es könnt ihr das Laub aber auch nehmen und unter euch eine Streiche reingeben oder einfach da liegen lassen, wo es runterfällt. Es ist wieder für viele Lebewesen ganz interessant, weil sie sich unter dem Laub verstecken können. Spinnen, Käfer und so weiter. Und da waren wir schon beim Stichwort, Herbst ist. Der Igel wird schon langsam an seinen Winterschlaf denken. Und mit solchen Laubhäufen unterstützt es den Igel optimal. Der Igel ist ja ein Wildtier. Das heißt, er lebt eigentlich frei, hoffentlich in euren Garten, wenn er reinfindet. Und der braucht halt irgendein Versteck, wo er im Winter überwintern kann. Und da wären solche Laubhäufen ganz ideal. Ja, wenn man da in so einen Laubhaufen reinschaut, da ist sofort unten drinnen feucht und dann flüchten schon. Da sind wirklich ganz, ganz viele Tiere, die überwintern da in dem Laubhaufen. Ein reiner Laubhaufen ist für einen Igel auch nicht ideal, weil der sackt zusammen, da kann er sich nicht verstecken. Du müsstest unten einfach grobe Hölzer einschlichten, dass er rein kann. Und dann kann der super da drin überwintern. Und gleichzeitig sind solche Laubhaufen eben eigentlich ein Reservoir für seine Nahrungsquelle, weil in Wahrheit ist ja der Igel ein Fleischfresser und der braucht Käfer und alles mögliche, Tausendfüßler, Asseln, manchmal ein Schneck und die fühlen sich in dem Laub so wohl und der Igel weiß das und der durchsucht dann immer das Laub. Also Laub ist ganz ein wertvoller Rohstoff im Garten und eben super dann zum Abdecken für so einen Igel-Schutzbereich. Aber wie gesagt, da müsst ihr unten so grobe Äste, was vielleicht dann Baumschneiden anfallen im Frühjahr, die schlicht es auf oder ein paar so Brennholzscheilen, dass er dann unten rein kann. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt an, wie man ganz ein einfaches Igelhaus zum Überwintern baut, weil es ist nichts dabei. Man sollte nur ein paar Sachen vielleicht ja, halbwegs richtig machen, damit das auch einen Sinn macht, so ein Igelhaus. Wer daheim einen Igel unterstützen will, der kann ihm eine Überwinterungsmöglichkeit bauen. Das ist ein sogenanntes Igelhaus. Das ist ganz nett, wenn man das tut. Es ist aber mindestens genauso nett oder vielleicht noch viel wichtiger, wenn euch ein Garten selbst so ist, dass er Plätze findet zum Überwintern. Aber wenn ihr sowas macht, es ist ja ganz nett, wenn man dem so eine Möglichkeit anbietet, weil es oft einfach die Strukturen nicht mehr so finden bei uns, wo sie sich verschlürfen können, dann sollte man es zumindest richtig bauen. Und oft sind die, man so im Handel kriegt, nicht so ideal, weil sie zu klein sind oder zu wenig hoch. Und es gibt eigentlich nur ein paar Grundmaße, die man beachten sollte. Macht diese Kammer, in der er schläft, ungefähr 30x30x30 cm, ist einfach zu merken. Und macht ihm den Eingang, wo der Igel dann
in das Häusl reingeht. Das muss ein bisschen verwinkelt sein, damit der Fuchs zum Beispiel oder vielleicht schaut einmal der Hund vom Nachbarn vorbei, dass der nicht direkt in seine Schlafkammer reinkommt. Mehr kennen wir eh nicht da, weil der Igel ist ein Wildtier. Ich darf den weder einsperren noch im Keller überwintern oder sonst irgendwas. Das ist auch eine Tierquälerei, so ein Tier einzusperren. Die einzigen Igel, die wirklich vielleicht ein Thema sind für die menschliche Obhut, sind die, die im Herbst zu wenig Gewicht haben, also unter einem halben Kilo. Dann ist das ein Thema für Spezialisten. Aber sowas kann man machen, da macht man nichts falsch. Ob es wirklich mag, das Häusl, ist eine andere Sache. Aber ich zeige euch einfach, wie man sowas ganz einfach machen kann. Kann ich schon einziehen. Ja, ich freue mich, weil jetzt hat meine uralte Kiste endlich einmal wieder eine Funktion. Wenn sowas in der Art baut, stützt es ein bisschen regengeschützt hin, vielleicht hinter einem Dachvorsprung. Und wichtig ist er schattig, dass die Kisten im Frühjahr nicht zu schnell die Sonne kriegt, weil dann wacht der Igel zu früh auf. Also er sollte möglichst lang gemütlich schlafen. Und ich glaube, da kann er gut schlafen. Ob einer kommt, werden wir sehen. Bleibt spannend. Ja, ich hoffe, es war für euch auch was dabei. Der Herbst ist ja wirklich eine wunderschöne Zeit für uns, aber auch für die ganzen Tiere, für die Lebewesen, die zum Teil in Herbstruhe gehen. Kann man so richtig in sich gehen, aber wir Gärtner müssen ein bisschen was tun, weil es ist eine super Setzzeit. Setzt Blumenzwiebeln, das ist ein Hit, weil dann freut euch im Frühling, wann was blüht. Und das Schöne ist in so einem Naturgarten, wir tun für alle was. Nicht nur für uns, sondern auch unsere heimischen Tiere haben eine riesen Freude und haben eine Möglichkeit zum Überleben. Wenn es ein bisschen für den Artenschutz euch noch interessiert, schaut es oben rein. Und uns freuen wir uns natürlich riesig über ein Abo. Also, pfiat euch, macht es gut. Yeah!